So, also dann kommen wir jetzt zum nächsten Referenten, Dr. Albert, ja auch nicht unbekannt, schon des Öfteren im Haus, und wir freuen uns auf Sie wieder hier zu begrüßen. Ja, meine Damen und Herren, ich bin auch froh, da hin zu sein und zu diesem wichtigen Thema Schwefel unsere Überlegungen in nahe zu bringen. Sie haben ja schon diese Botschaft von Professor Bergmann vernommen. Diese Botschaft liegt ja auf den Sitzen. Ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist eigentlich schon sozusagen die Quintessenz meines Vortrages. Ja. Aber dennoch will ich Ihnen die Ergebnisse und die Bedeutung des Schwefels in meinem Vortrag nahebringen. Ich hoffe, die Regie funktioniert. Ja, meine Damen und Herren, ich habe meinen Vortrag folgendermaßen gegliedert. Ich werde zunächst etwas sagen zum Rückblick und zur aktuellen Situation. Also wie hat sich die Schwefelversorgung verändert in den letzten 30, 40 Jahren? Dann zur Funktion von Schwefel in der Pflanze. Was macht Schwefel? Warum brauchen wir Schwefel? Dann zu den Mangelsymptomen. Ich werde Ihnen also einige Bilder zeigen, wie Schwefelmangel aussieht. Dann zu den S-Min-Gehalten im Boden, die haben sich in den letzten Jahren entwickelt. Ich werde auch Ergebnisse aus Sachsen zeigen. Sie werden sich dann merken, dass die sächsischen Verhältnisse durchaus anders sind als Ihre Verhältnisse. Dann zum Prinzip der Düngebedarfsermittlung. Wie kann man also den Schwefelbedarf optimal bemessen? Wir wollen ja möglichst nur so viel Schwefel düngen, wie die Pflanzen auch benötigen und nicht mehr. Dann werde ich einige Ausführungen machen zu schwefelhaltigen Düngemitteln und schließlich versuche ich Ihnen noch einige Hinweise zu geben zu einer effizienten Einsatzsteuerung von Schwefel. Meine Damen und Herren, Schwefel unterliegt einem Kreislauf, der hat eine gewisse Ähnlichkeit auch zu Stickstoff. Das ist hier mal dargestellt. Es gibt also verschiedene Quellen und bislang war diese Quelle für Sie und uns von großer Bedeutung, also die Verbrennung von Kohle, Öl und Biomasse, hat uns so viel Schwefel beschert, dass wir uns in den letzten 120 Jahren um das Thema Schwefel eigentlich überhaupt nicht kümmern mussten. Darüber hinaus gibt es gelegentlich Vulkanausbrüche und die führen natürlich auch global gesehen zu nicht unerheblichen Schwefeleinträgen. Und darüber hinaus haben wir natürlich die Düngung, die mineralische und die organische Düngung. Die Pflanzen sind in der Lage, gasförmig Schwefel aufzunehmen, also aus SO2, Schwefeldioxid. Und die Hauptmenge der Aufnahme erfolgt natürlich über den Boden in Form von Sulfatschwefel. Wie hat sich nun die Schwefel, diese Einträge entwickelt? Das soll dieses Bild mal zeigen. Das Braune sind sozusagen die Schwefeleinträge und wir sehen sehr schön, dass in den 70er, 80er Jahren die Einträge enorm waren. Sie waren viel, viel höher als die Entzüge von Raps oder von Weizen. Also die Einträge haben völlig ausgereicht, um die Versorgung sicherzustellen. Mit den Maßnahmen zur Luftreinhaltung ist es nun passiert, dass wir zu Beginn der 90er Jahre, teilweise schon ein bisschen früher, eine Situation bekommen haben, wo diese Einträge eben nicht mehr ausgereicht haben, um die Pflanzen zu versorgen. Und diese Entwicklung, die setzt sich fort. In Sachsen war die Situation noch ein bisschen anders. Sachsen war sozusagen der Weltmeister im Hinblick auf die Schwefelemission. In keinem Land wurde so viel Schwefel emittiert wie in Sachsen. Und Sachsen hat sie beglückt, hat Polen beglückt, hat die baltischen Länder beglückt mit unserem Schwefel, mit sächsischen Schwefel. Das ist nun vorbei. So, wir sehen also hier, es wurden fast 600 Kilogramm Schwefel pro Hektar emittiert. Das ist nicht der Schwefel, der sozusagen den Pflanzen zur Verfügung stand, sondern das ist die Emission. Also wahnsinnig viel. So, und mit Beginn der 90er Jahre griffen dann die Maßnahmen zur Luftreinhaltung
sodass wir also gegenwärtig auf vergleichsweise niedrigem Niveau liegen. In diesem Bild sind die Emissionsentwicklungen mal dargestellt für Schwefeldioxid in der Luft. Für Gesamtdeutschland beginnt von 1986 und Sie sehen, also alles was dunkel ist, ist schlecht, also sehr, sehr hohe Werte. Und Sachsen war die Region, die bis zuletzt noch vergleichsweise hohe Werte hatte. Das hing auch damit zusammen, dass uns die tschechischen Freunde auch wieder mit Schwefel beglückt haben, denn bei denen war die Einhaltungsmaßnahme und später eingeleitet. Sodass jetzt 2000 fast im gesamten Deutschland die Situation ziemlich ähnlich ist, also relativ geringe Emissionen. Hier ist es mal dargestellt in Kilogramm pro Hektar und Sie sehen, also für das Jahr 2000, und Sie sehen, dass also Sachsen noch die Region war im Jahr 2000 mit noch vergleichsweise hohen Einträgen, aber Brandenburg komplett weiß, also vergleichsweise wenig Schwefeleinträge. Deswegen ist also die Bedeutung von Schwefel bei Ihnen eine viel, viel größere als bei uns in Sachsen. Ich werde Ihnen das dann noch zeigen, warum das so ist. Wir untersuchen nun seit einiger Zeit die Schwefeleinträge durch das Regenwasser in Sachsen. Also auf allen Versuchsstationen haben wir entsprechende Messeinrichtungen, Balzsampler. Und da können wir also nun ziemlich genau feststellen, wie groß sind denn die Einträge. Und Sie sehen, seit 1998 eine rückläufige Entwicklung und gegenwärtig liegen wir unter 5 Kilogramm. Unter 5 Kilogramm. Das bedeutet, dass also sich zunehmend ein Defizit aufmacht zwischen Einträgen auf der einen Seite und Pflanzenentzug auf der anderen Seite. Eine mittlere Fruchtfolge entzieht etwa 25 Kilogramm Schwefel. Eine rapsorientierte Fruchtfolge noch etwas mehr. Also die Schwefeleinträge sind sehr stark rückläufig und das trifft für Sie natürlich ganz genauso zu. Wie wird sich das für die Zukunft entwickeln? Hier ist mal so eine in Rechnung bis 2020. Es wird sich also nicht mehr wesentlich viel verändern. Wir werden also auf sehr, sehr niedrigem Niveau bleiben. Und das bedeutet, dass die Düngung natürlich eine ganz, ganz wichtige Maßnahme sein wird, um die Pflanzen vernünftig zu versorgen. Ich fasse mal so ein bisschen den ersten Punkt zusammen. Also Ursachen für den zunehmenden Schwefelmangel sind vor allen Dingen die drastischen Rückgänge bei den Schwefeleinträgen aus der Atmosphäre, hat sich gezeigt, aber auch der erhebliche Rückgang des Einsatzes von Superphosphat und Schwefelsäureammoniak. Superphosphat ist eigentlich primär ein Schwefeldünger und in zweiter Linie ein Phosphordünger. Schwefelsaures Ammoniak ganz genauso. Der Schwefelgehalt ist höher als der Stickstoffgehalt. Und beide Dünger prägten ganz wesentlich die das Düngungsregime zu DDR-Zeiten. Wir haben viel Schwefelsaures Ammoniak eingesetzt und eben in erheblichem Maße auch Superphosphat. Zusätzlich zu den enormen Einträgen. Wir hatten also eine sehr, sehr gute Schwefelversorgung unserer Böden. Dann ja, die Zunahme des Rapsanbaus hat den Schwefelmangel begünstigt, weil Raps die Fruchtart ist mit dem höchsten Schwefelbedarf und den höchsten Aufnahmen. Dann natürlich auch die allgemeine Ertragsanhebung war mitverantwortlich und sehr bedauerlich der Abbau der Tierbestände. Mit den Tierbeständen haben wir sozusagen so ein bisschen eine Schwefelgrundversorgung sichergestellt, weil dieser Schwefel organisch gebunden ist und der wird dann immer sukzessive den Pflanzen zur Verfügung gestellt. Und das fehlt, weil es fehlt. Risiko für Schwefelmangel tritt vor allem dort auf, wo wir leichte, durchlässige Böden haben und damit sind sie ja in Brandenburg reich gesegnet. Humusarmenböden, flachgründige Standorte. Das trifft für Sachsen zu. Wir haben also in Sachsen Verwitterungsstandorte mit hohen Niederschlägen, die flachgründig sind und dort ist Schwefel natürlich eine wichtige Frage zunehmend. Dann hohe Niederschläge mit Auswaschung, vor allem im Herbst und Winter. Schwefel, Sulfatschwefel kann im Boden nicht gespeichert werden, wird also ausgewaschen. Dann eine schwache Durchwurzelung infolge von Bodenverdichtung. Sieht man ganz, ganz häufig. Raps zeigt mitunter Schwefelmangelsymptome im Bereich von Vorgewächsen, wo also eine Verdichtung stattgefunden hat, wo die Aufnahme dann eben auch schlechter ist. Dann nasskalte Winterung im Frühjahr. Wenn wir also hohe Niederschläge haben im Frühjahr,
die Pflanzen ein schwaches Wurzelsystem ausbilden können, dann kommt es ganz häufig zu Schwefelmangel bzw. Schwefelmangel wird begünstigt. Eine ganz andere Situation ist, wenn wir ein trockenes Frühjahr haben, im trockenen April, trockenen Mai, dann kann Schwefel aus den tieferen Schichten mit dem Kapillarstrom nach oben transportiert werden. Solche Situationen haben wir in Sachsen schon mehrfach erlebt. Zu Vegetationsbeginn hatten wir praktisch kein Schwefel im Boden und haben uns nun gefreut auf eine schöne Schwefeldüngungswirkung. Sie trat aber nicht ein, deswegen nicht ein, weil aus den tieferen Schichten, werde ich dir noch zeigen, Schwefel nach oben gekommen ist und der hat die Versorgung sichergestellt. Ja, und natürlich Kulturen mit hohem Schwefelbedarf wie Raps. Das Risiko, Schwefelmangel zu erleiden, ist in Deutschland unterschiedlich verteilt. In den westlichen und südlichen Bundesländern sehr, sehr stark verteilt. Das ist also alles, was dunkel ist, ist sozusagen ein hohes Risikopotenzial und was grün ist, eher ein geringes. Zum Beispiel in Niedersachsen, überall dort, wo wir die hohe Tierproduktion haben, ist das Risiko schon etwas geringer. Bei Ihnen in Brandenburg dominieren schon viele, viele Regionen, wo wir da ein hohes Risiko, vielleicht außer das Gebiet um Frankfurt, also der Oderbruch, wo wir bessere Böden haben, dort ist das Risiko vielleicht geringer. Aber auch in Sachsen haben wir in den Gebirgsregionen, Vorgebirgsregionen, eher ein hohes Risiko. Also Schwefelmangel ist nicht überall gleich verteilt, das sollten Sie wissen. Deswegen ist es auch wichtig, den Bedarf vernünftig zu diagnostizieren. Welche Funktion erfüllt nun Schwefel in der Pflanze? Also ganz wichtig, Schwefel ist Bestandteil von Aminosäuren, von Senf- und Lauchöl, von Vitaminen, von Enzymen und ist also sehr wichtig für die Eiweißbildung. Das Blatt von Professor Bergmann zeigt das ja auch nochmal ganz deutlich. Schwefel, also die Chloroplasten und Chlorophyll enthalten Schwefelproteine und das bedeutet, wenn wir einen Mangel haben, dann sehen die Pflanzen auch viel, viel heller aus, sie hellen auf. Dann ist Schwefel wichtig für das Enzym Nitratreduktase und stellt einen Baustein für Cystein dar. Mangel behindert damit den Stickstoffwechsel, werde ich dir noch zeigen. Es kommt also, wie gesagt, zu einem Stau. Sie können, und das haben viele Landwirte mitunter versucht, sie sehen den hellen Bestand und glauben, es ist Stickstoffmangel. Und es wird also noch mehr Stickstoff gedüngt und sie induzieren auf diese Weise noch ein größeres Problem, ja? Und weil eben Schwefel fehlt. Also es gibt eine ganz, ganz ausgeprägte Wechselwirkung zwischen Stickstoff und Schwefel. Deswegen muss das Stickstoff-Schwefel-Verhältnis ein bestimmtes Verhältnis sein. Und zwar 1 zu 10 oder 15 zu 1, also 15 zu 1 bzw. 15 zu 1 sind für die meisten Pflanzen sehr, sehr günstig. Und die Verwertung von 15 Kilogramm Stickstoff setzen etwa 1 Kilogramm Schwefel voraus. Hier ist mal dargestellt die Wechselwirkung zwischen der Stickstoffverwertung und Abhängigkeit vom Schwefelgehalt in den Blättern. Und dieses Bild zeigt sehr schön, wenn wir 200 Kilogramm Stickstoff verabreichen und der Schwefelgehalt in den jungen Blättern von Raps ist sehr, sehr niedrig, dann wird Stickstoff ganz schlecht verwertet. Es kommt also zu diesem berühmten Nitratstau. Die Nitratreduktase kann sozusagen nicht wirken oder nicht ausreichend wirken. Es kommt zum Nitratstau. Erst wenn wir ausreichend hohe Konzentrationen erreichen in der Pflanze, ist sozusagen diese Verwertung des gedüngten und aufgenommenen Stickstoffs optimal möglich. Wie sieht nun Schwefelmangel aus? Also typische Symptome sind hellgrüne Bestände, häufig nesterweise verteilt über den Schlag. Also wir bekommen eine Aufhellung und eine Gelbfärbung der Blätter, vor allen Dingen der jungen Blätter, im Gegensatz zu Stickstoff, das ist wichtig. Wir bekommen eine Verzögerung des Wachstums und der Entwicklung, bei Raps häufig auch Nachblühen. Weil zu Vegetationsbeginn fehlt meistens Schwefel und dann, wenn der Boden warm wird, dann kommt es zu einer allmählichen Schwefelmineralisation, zu einer Nachlieferung und das führt dann dazu, dass dann Nachblüher entstehen und induziert werden. Und natürlich bekommen wir eine mangelhafte Stickstoffversorgung.
Sie kriegen Stickstoff und zum Glauben, warum wirkt denn der Stickstoff? Es liegt nicht am Stickstoff, es liegt am Schwefel, aber wenn hier ausreichend zur Verfügung steht. Die Blätter wirken starr und senkrecht, häufig nach oben stehen. Junge Blätter, im Gegensatz zu Stickstoff, sind hellgrün. Ältere bleiben grün und sterben im Gegensatz zu Endmangel nicht ab. Das hängt damit zusammen, Schwefel ist in den Pflanzen vergleichsweise immobil, wird vergleichsweise nicht verlagert. Und dann ganz typisch sind auch diese rötliche Anthocyan-Verfärbung, besonders beim Raps. Und hinzu kommt beim Raps eine löffelartige Verformung der Blätter. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt finden wir beim Raps eine Blütenfarbe, die eben relativ verwaschen aussieht, gelblich bis weißlich, also nicht typisch sattgelb. Und beim Weizen kommt es noch dazu, dass die Proteinqualität verschlechtert ist, also die Backfähigkeit nimmt neben den ungünstigen Dingen, was die Ertragsbildung anbetrifft, ab. Ich habe Ihnen nun noch ein paar Bilder mal mitgebracht, die eben typischen Schwefelmangel zeigen, hier beim Raps. Sie sehen also typisch die Verformung, die Astenblatt, aber auch die Aufhellung im Vergleich zu einem guten, gut mit Schwefel versorgten Blatt. Ja, hier ähnlich, hier sehen Sie schon dann die Anthocyan-Verfärbung, das ist also ganz, ganz typisch für einen sehr deutlich ausgeprägten Schwefelmangel und die Löffelbildung bei Raps. Dann zum späteren Zeitpunkt, die ist ganz, ganz typisch, dass die Schoten verformt sind. Sie sind schlechter, es sind wesentlich weniger Samen in den Schoten eingelagert. Sie sind verkrüppelt, sieht man hier auch nochmal recht schön. Sie sind also nicht gestreckt, sondern häufig eben gebogen. Das sind also ganz typische Zeichen für Schwefelmangel. Das ist nun mal ein Ergebnis aus Sachsen gewesen. Hier hatten wir eine Situation, wo im Boden ganz, ganz wenig Schwefel war, also nur noch 2 Kilogramm S-Min und die Gehalte in der Pflanze betrugen nur noch 0,13%. Das ist ganz, ganz wenig. Also 0,45 sind so die Grenze, die noch erreichen waren, also 0,13 sind sehr, sehr wenig. Und Sie sehen also die typischen Verformungen und die Anthocyan-Verfärbung. So weit darf es nicht kommen. Denn dann kriegen Sie Probleme mit der Ertragshöhe. Hier sehen Sie diese blassgelbe bis weißliche Blütenfarbe, dann zum späteren Zeitpunkt weist also auch auf starken Schwefelmangel hin. Bei Weizen, das sind nun Gefäßversuche, die wir in unserer Einrichtung durchgeführt haben. Sie sehen, dass einmal die Schwefelversorgung zu einem viel, viel besseren Bestand geführt hat. Schwefelmangel, auch wenn Sie den noch gar nicht so richtig sehen, wenn er latent ist, führt das schon dazu, dass wir eine wesentlich schwächere Bestockung bekommen. Der Bestand ist dünner. Schwefel, eine ausreichende Schwefelversorgung begünstigt bei Getreide die Bestockung. Im nächsten Bild zeige ich das mal für Raps. Einmal eine ausreichende, eine optimale Raps-Schwefelversorgung. Und hier haben wir also ganz, ganz stark den typischen Schwefelmangel, Anthocyan-Verfärbung, Verkrüppelung der Schoten, Nachblüher, weiße Fleckenfarbe sind also ganz typische Merkmale. Jetzt einige Bilder von anderen Fruchtarten. Allerdings würde ich Ihnen sagen, sowas haben wir in Sachsen noch nicht gesehen. Das sind also Bilder von Professor Schilling, alles Gefäßversuche, da kann man mal sowas induzieren. Im Feld, jedenfalls in Sachsen noch nicht aufgetreten. Das gleiche trifft für Mais zu und ich werde noch erklären, warum das so ist. Schwefelmangel tritt vor allen Dingen bei Fruchtarten auf, die einen frühen Wachstumsstart haben, also Raps, Getreide. Fruchtarten, die vor allen Dingen dann wachsen, wenn die Temperaturen höher sind, also im Sommer die Kartoffeln, die Rüben, der Mais, zu diesem Zeitpunkt setzt schon eine stärkere Schwefelmineralisierung im Boden ein, wenn Vorräte vorhanden sind, wenn organisch gebundene Vorräte vorhanden sind. Deswegen ist bei diesen Kulturen eher die Wahrscheinlichkeit gering, dass Schwefelmangel auftritt. Sie haben zwar einen durchaus erheblichen Schwefelbedarf, aber dieser Schwefelbedarf wird im Allgemeinen ganz, ganz häufig aus dem Bodenvorräten noch abgedeckt.
So sieht das bei Kartoffeln aus, also auch hier eine deutliche Aufhellung der Blätter. Schwefelmangel, ich sagte es schon, führt dazu, dass die Qualität, die Backqualität verschlechtert wird. Einmal ohne Schwefelmangel, Sie sehen, das Backvolumen ist deutlich eingeschränkt, währenddessen hier mit Schwefelmangel bekommen wir eine wesentlich bessere Backqualität. Das nächste Bild, auch hier mal dargestellt für Weizen, die Backqualität vom Brot, einmal ohne Schwefel, dann mit Schwefel, also deutlich verbessert. So, meine Damen und Herren, ich hab Ihnen versucht klarzumachen, dass Schwefel eine ganz, ganz wichtige Rolle darstellt, wie die Ertragsbildung ist zunehmend wichtig. Welche Möglichkeiten der Bedarfsabschätzung haben wir? Wie müssen wir das, welche Möglichkeiten haben? Das ist einmal die visuelle Einschätzung bzw. Ihre Erfahrungswerte. Wenn Sie also Erfahrungswerte haben, dass Sie also schon mal Schwefelmangel gehabt haben, dann können Sie diese Erfahrungswerte natürlich umsetzen. Es gibt aber auch die Bodenuntersuchung, der Esmingehalt beispielsweise, also der verfügbare Schwefelgehalt, sollte bestimmte Grenzen erreichen, um eben eine optimale Versorgung sicherzustellen. Also die sogenannte Esmingehalt. Oder aber die Pflanzenanalyse. Pflanzenanalyse ist natürlich eine sehr, sehr präzise Methode. Oder aber der sogenannte Schätzrahmen. Und all diese Methoden haben Vorteile und haben Nachteile. Ich möchte jetzt ganz kurz auf die Vor- und Nachteile dieser Methoden eingehen. Also, die Esmin-Bodenuntersuchung hat natürlich noch Vorteile. Und zwar können Sie das kombinieren mit der N-Min-Methode. Wir machen das in Sachsen in ganz erheblichem Maße. Wir sagen unseren Landwirten, im Frühjahr macht ihr eine Min-Untersuchung und lasst das zusätzlich auf Esmin-Untersuchung, dann seid ihr auf der ziemlich sicheren Seite. Und ganz, ganz viele nehmen das auch wahr. Und ein weiterer Vorteil ist, Sie bekommen eine zeitige Entscheidung darüber, ob eine Düngung erforderlich ist oder nicht. Wenn der Boden ausreichend versorgt ist, und das ist in Sachsen noch in vielen Fällen der Fall, bei Ihnen ist es meistens nicht der Fall, dann muss der Landwirt mit Schwefel düngen, denn das kostet ja auch Geld. So, es gibt aber auch Nachteile dieser Methode. Und zwar ist es so, dass wir häufig eine unsichere Bedarfsermittlung haben, auch wenn die Schwefelgehalte niedrig sind. Ich hatte das schon versucht, mal darauf hinzuweisen. Sie können durchaus im Frühjahr einen sehr niedrigen Wert finden, aber dann kriegen Sie den trockenen April und den trockenen Mai und der Schwefel kommt von unten nach oben und die Versorgung ist gesichert. Also dieses Risiko bleibt. Haben Sie aber einen hohen Wert, ich sage mal so über 60 Kilogramm, zum Vegetationsbeginn, dann sind Sie auf der sicheren Seite, dass Sie nicht Schwefel düngen müssen. Also die Bewertung der Essen-Werte ist problematisch. Ist so. Und es fallen natürlich zusätzliche Untersuchungskosten ein. Die sind nicht exorbitant, aber sie fallen halt an. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, die Pflanzenanalyse durchzuführen. Die Pflanzenanalyse hat Vorteile. Das wäre also eine sehr, sehr exakte Diagnose des Ernährungszustandes der Pflanze. Die Pflanze sagt uns hochpräzise, wie sie versorgt ist. Sie hat allerdings den großen Nachteil, dass die Untersuchungstermine erst relativ spät sind. Und sie dann erst spät reparieren können, wenn also wirklich ein Mangel diagnostiziert worden ist. Also häufig ist der Untersuchungstermin zu spät für eine optimale Schwefelversorgung. Insbesondere dann, wenn wir eine akute Mangelsituation haben, dann haben Sie schon Mindererträge sozusagen gesetzt. Sie können zwar noch reparieren, aber nicht mehr völlig und vollständig reparieren. Und ein weiterer Nachteil wären die Untersuchungskosten. Es kostet natürlich was, ohne Frage. In unseren Versuchen leisten wir uns natürlich den Luxus, dass wir das machen können. Wir wollen ja wissen, wie ist die Versorgung der Pflanzen momentan gegeben. Eine weitere Möglichkeit wäre der Schätzrahmen. Dieser Schätzrahmen ist auch per Online abrufbar. Es ist ein ziemlich einfaches Verfahren, es ist also ein indirektes Verfahren. Die Nutzung dieses Schätzrahmens ist nur der Durchführung der Düngungsmaßnahmen möglich und es fallen praktisch keine zusätzlichen Kosten an, außer dass Sie vielleicht eine halbe Stunde sich um diese Ausbildung dieses Bohres bemühen müssen. Der Nachteil sind natürlich subjektive Einflüsse. Ja. Also diese Methoden sind möglich, diese können Sie auf jeden Fall anwenden, um zu sicheren
Ergebnissen zu kommen. Welche Einflussfaktoren gibt es nun auf den Schwefelvorrat und damit auf die Schwefelversorgung der Pflanzen? Also, das wäre einmal die Einträge aus der Atmosphäre. Da hatte ich gesagt, sie sind fast zu vernachlässigen. Da kommt nichts mehr oder ganz, ganz wenig. Dann spielt natürlich die Witterung eine ganz, ganz große Rolle. Haben wir Bedingungen, die zu einer Sulfat-Schwefelauswaschung führen, dann ist die Notwendigkeit, Schwefel zu düngen, sehr groß. Gibt es Standorte mit regelmäßig kapillaren Aufstieg, dann ist die Notwendigkeit natürlich wieder geringer. Genauso wie Schwefelmineralisation, da spielt der Humusgehalt eine Rolle. Hohe Humusgehalte beinhalten meistens auch größere Mengen an Schwefel. Geringe Humusgehalte, ganz leichte diluviale Standorte mit geringem Humusgehalt, die haben natürlich wenig Schwefel zur Nachlieferung. Dann spielt der Grundwasserstand eine ganz, ganz große Rolle und die Schwefelkonzentration im Wasser. Häufig, gerade in Gebieten, wo wir jetzt Bergbau realisiert haben und aufgegeben haben, in Südbrandenburg und in Sachsen, in Nordsachsen, jetzt haben wir exorbitant hohe Sulfatgehalte teilweise im Grundwasser. Machen uns riesen Probleme. Da ist natürlich eine Schwefeldüngung absolut nicht erforderlich. Dann der Schwefelvorrat in tieferen Schichten. Ich bin darauf schon eingegangen. Und ich werde Ihnen zeigen, die können erheblich sein, die Schwefelvorräte in tieferen Schichten. Denn der Humusgehalt, sagte ich schon, das C zu M zu S Verhältnis, dann die Bodenart selber, ist sehr entscheidend. Standorte mit einer sehr guten Speicherkapazität wie die guten Lössstandorte in Brandenburg und teilweise in Sachsen, die haben so viel Schwefel, dass also die Düngung nicht unbedingt erforderlich. Die Gründigkeit spielt eine Rolle, die Durchwurzelbarkeit sind wichtige Faktoren. Dann die langjährige Bewirtschaftung. Bringen Sie immer eine organische Düngung ein, regelmäßig ein, ist die Notwendigkeit wieder geringer. Machen Sie das aber nicht, weil Sie nur eine mineralische Düngung, dann ist natürlich die Schwefelversorgung und Düngung viel wichtiger. Und schließlich natürlich die Fruchtart. Fruchtarten mit einem zeitigen Wachstumsstart haben einen höheren Bedarf als solche, die in späteren Zeit der Vegetation zu wachsen und das sind also die entscheidenden Größen für die Schwefelversorgung. Im nächsten Bild, meine Damen und Herren, will ich Ihnen mal zeigen, wie sich in Sachsen allerdings nun die Entwicklung der Schwefelgehalte im Boden im Zeitraum 1993 bis 2011 vollzogen hat. Wir haben also Tiefenbohrungen durchgeführt auf unseren Versuchsstationen bis 3,50 Meter Tiefe. Auf dem guten Löschstandort, die haben Sie, aber ich sage es trotzdem, auf dem guten Löschstandort hatten wir 1993 bis 3,50 Meter Tiefe immerhin noch 2000 Kilogramm Schwefel. Über 2000 Kilogramm. So, und das begann schon in der Schicht 60 bis 90 und da kommt der Raps gut rein. 400 Kilogramm. So, und über die Zeit, Sie sehen das, hat sich das aufgrund der geringeren Einträge sehr, sehr stark verjüngt. Gegenwärtig sind die Mengen um 600 Kilogramm bis 700 Kilogramm. Das ist eine Variante, wo wir also regelmäßig auch Schwefel gedüngt haben im Düngungssystem. Und da sehen Sie, hier waren die Werte noch hoch. Aber entscheidend ist, in den oberen Schichten sind die Gehalte eben doch schon stark abgenommen. In den tieferen Schichten ist natürlich noch was. So, nun ist ganz entscheidend, kommen die Wurzeln ran oder kommen sie nicht ran? Das ist die schwierige Situation, vor der ein Landwirt steht. Ja. So, auf dem Diluvialstandort hatten wir den Standort, also mit ihren Verhältnissen durchaus vergleichbar, das ist also ein 30er Boden, hatten wir 1993 immerhin noch 1500 Kilogramm. Und es ist immer weniger geworden. Gut, hier in den oberen Schichten sehen wir ganz, ganz deutlich 22 Kilogramm. Das reicht natürlich für eine optimale Ernährung nicht mehr aus. Ähnliche Situation auf dem Bewitterungsboden. Sowas haben Sie nicht in Brandenburg. Auch hier sehen Sie eine deutlich rückläufige Entwicklung. Also die Schwefelvorräte in den Böden werden immer geringer. Das sollte die Botschaft letztlich dieser Ergebnisse sein. Wie sieht das nun bei Ihnen in Brandenburg aus? Und ich habe mir die Ergebnisse von Ihrem Landesamt mal geben lassen. Und Sie sehen, dass die mittleren S-Min-Gehalte, allerdings betrifft das jetzt nur die Tiefe 0 bis 60 cm,
von 2001 bis 2011 eine rückläufige Tendenz zeigen und im Jahr 2011, Sie können sich alle noch erinnern, wir hatten diesen ganz, ganz nassen Herbst und enorm hohe Auswaschungsverluste, sodass wir also im Frühjahr ganz niedrige Essmin-Gehalte hatten. Sie sehen aber auch eine Tendenz, je besser der Boden geworden ist, Bodengruppe 1 sind die ganz leichten Bodenböden, Bodengruppe 3 sind die schon etwas besseren Böden, nahmen die Gehalte zu. Und der Raps, ähnlich bei Wintergetreide, also auch hier. Und derartige Essmin-Gehalte sollten immer eine Veranlassung zur Düngung sein. Also unter solchen Bedingungen wäre eine Düngung immer vernünftig. Das sind nun Ergebnisse aus Sachsen. Ich zeige Ihnen das nur deswegen, um zu dokumentieren, dass mit zunehmender Bodengüte die Gehalte eben annehmen, zunehmen. Aber diese Säulen sollen bringen zum Ausdruck die Streuungsbreite der Werte. Es gibt also durchaus Fälle, wo wir 200, 250 Kilogramm Schwefel noch im Boden haben. Hier ist natürlich eine Düngung absolut nicht erforderlich. Deswegen ist unserer Meinung nach eine Bodenuntersuchung nach wie vor empfehlenswert auf den besseren Standorten. Auf den ganz leichten Standorten kann man sich das fast schon sparen, weil sie immer niedrige Gehalte haben werden unter ihren Bedingungen. So, und hier ist jetzt mal sortiert. Die gleichen Werte, aber hier sortiert nach der Bodengüte, nach den Ackerzahlen. Und Sie sehen also unter 30 geringe Werte, 20 Kilogramm. Im besten Fall erreichen Sie gerade mal 60 Kilogramm. Aber die besseren Standorte, die guten Lehmböden, die erreichen eben durchaus schon mal Werte über 200 Kilogramm. Und hier wäre eben die Düngung wirklich ausgeschlossen. Das wollen wir nicht. Im nächsten Bild ist mal dargestellt die Abhängigkeit der Schwefelversorgung der Pflanze. Also die sogenannten Schwefelblattgehalte von Raps unter sächsischen Verhältnissen in Abhängigkeit von der Ackerzahl, also von der Bodengüte und in Abhängigkeit vom Essmin-Gehalt im Boden. Und da sehen Sie, dass also die Schwefelversorgung der Pflanzen sich verbessert mit zunehmendem Essmin-Gehalten des Bodens, das ist zu erwarten, aber auch mit zunehmender Bodengüte. Also gleiche Essmin-Gehalte führen bei schlechteren Böden zu geringeren Gehalten und bei besseren Böden zu höheren Gehalten, weil hier das Nachlieferungsvermögen auf den besseren Böden mit zum Tragen kommt. Also Bodengüte spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. So, wie ist nun die Nährstoffversorgung in Brandenburg anhand der komplexen Pflanzenanalyse? Hier sind also alle Fruchtarten mal analysiert worden, für Schwefel, für Phosphor, für Kali und für Magnesium. Und da muss man sagen, die X-Achse gibt an, Prozent der niedrigen Versorgung. Also je höher der Wert, desto ungünstiger. Und bei Schwefel liegen wir so 50-60%. 50-60% der Proben wiesen eine ungünstige, eine mangelhafte Versorgung aus. Ohne dass es wesentlich verändert hat. Also es ist immer auf diesem hohen Niveau geblieben, weitestgehend geblieben. Aber was dieses Ergebnis oder diese Grafik auch zeigt, sie zeigt, das ist vor allem unser Thema, aber ich sage es trotzdem, sie zeigt eine sehr, sehr schlechte Entwicklung bei Kali, bei Magnesium und auch bei Phosphor auf. Zunehmend werden diese Nährstoffe zu einer Begrenzung der Ertragsbildung. Seit nunmehr 20 Jahren, das trifft genau für Sachsen zu, seit nunmehr 20 Jahren sind unsere Nährstoffbilanzen negativ, besonders Phosphor. Kali auch, aber Kali ist bei Ihnen nicht so das ganz große Thema, aber Phosphor. Die Phosphorversorgung wird immer, immer schlechter. Und ganz besonders die Magnesiumversorgung. Deswegen ist es also wichtig, dass Sie Ihre Magnesiumgehalte in Ordnung bekommen. Hier sind mal dargestellt, welche Gehalte wir in den Pflanzen anstreben sollten, als Richtwerte für die Pflanzenanalyse. Also, der Raps möglichst mehr als 0,45%, bei Getreide 0,30% und bei anderen Fruchtarten 0,30%. Das ist ausreichend für eine gute Versorgung. Diese Werte, wenn Sie die Pflanzenanalyse durchführen, sollten Sie unbedingt diese Werte einhalten. Hier habe ich Ihnen mal mitgebracht den
sogenannten Schwefel-Chatsraum, der also auch als eine Online-Version verfügbar ist, können Sie aus dem Internet runterladen. Hier werden wichtige Merkmale werden gewichtet, subjektiv gewichtet. Einmal der Boden, die Bodengüte. Eine niedrige Gewichtung bedeutet also, dass der Schwefeldüngungsbedarf eher hoch ist und eine hohe Gewichtung, ein hoher Wert entsprechend höher geht. So, und wir sehen ganz schön, dass also mit zunehmender Bodengüte die Gewichtung zunimmt, also die Notwendigkeit der Düngung abnimmt. Dein Humus spielt eine Rolle, je höher der Humusgehalt, desto geringer ist die Schwefeldüngungsnotwendigkeit. Wurzelrauf, je tiefgründiger, desto weniger Schwefel erforderlich. Strukturschäden spielen eine Rolle, Entminggehalt spielt eine Rolle. Also wenn wir sehr niedrige Entminggehalte im Frühjahr haben werden, ist auch da auszugehen, weil Sulfatschwefel und Nitratstickstoff sich ähnlich verhalten im Boden, dass dann eben die Entminggehalte auch vergleichsweise niedrig sind. Es gibt also eine gewisse Parallelität. Die Niederschläge spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Im letzten Herbst, das wissen Sie ja alle, waren die Niederschläge sehr, sehr niedrig. Das spricht also eher mehr für eine geringe Auswaschung. Dann im Dezember und im Januar waren sie eher ein bisschen überdurchschnittlich. Naja, wie es jetzt ist, wissen wir nicht, wie es weitergeht. Die aktuelle Kultur spielt eine Rolle, ja, also Raps im Bodenbedarf, andere Kulturen eher einen geringeren Bedarf. Dann wird bewertet, war schon mal Schwefelmangel vorhanden, wenn schon mal Schwefelmangel vorhanden war, dann ist davon auszugehen, dass er sehr wahrscheinlich auch wiederkommt. Das Ertragsniveau spielt eine Rolle, die organische Düngung, je mehr organische Düngung, desto weniger Schwefeldüngungsbedarf. Ja, und wenn Sie das alles validiert haben, bekommen Sie dann eine Empfehlung. Also wenn Sie geringe Werte zusammen addiert haben, dann ist also ein Mangel wahrscheinlich und eine Düngung ist ja notwendig. Und haben wir hohe Werte, dann ist eben davon auszugehen, dass kein Mangel zu befürchten ist. Meine Damen und Herren, wie viel sollten wir denn düngen, wann sollten wir düngen und womit wollen wir mit solchen Schäden düngen? Diese Fragen möchte ich Ihnen jetzt beantworten geben. Zunächst, mit zunehmendem Ertragsniveau nimmt natürlich der Schwefeldüngebedarf oder der Schwefelbedarf die Schwefelentzüge zu. Das ist hier mal dargestellt für den Raps. Ich habe hier unterschieden zwischen Schwefelentzüge, das ist also die Menge, oder Nährstoffentzüge, das ist die Menge an Nährstoffen, die die Pflanze aufnimmt und dann Nährstoff abfuhren, was sie bei Raps mit den Samen vom Feld fahren. Und da gibt es erhebliche Unterschiede, vor allem beim Kalium. Also, Raps ist sehr kaliumbedürftig. Sehr hohe Erträge nehmen durchaus über 200 Kilogramm Kalium auf. Aber, wenn das Stroh auf dem Feld bleibt, die Samenschalen auf dem Feld bleibt, die Schoten etc., haben wir nur Enzyme um die 50 Kilogramm. Das sollten Sie bedenken. Bei Stickstoff ist es nicht ganz so ausgeprägt, aber es gibt es auch schon sehr große Unterschiede. Das macht uns dann in Sachen Wasserrahmenrichtlinie auch ein paar Probleme. Wir müssen den Raps hoch düngen, aber letztlich sind die Enzyme mit den Samen eben vergleichsweise gering. Bei Schwefel ist es halt so, sehr hohe Erträge benötigen durchaus 70, teilweise bis 90 Kilogramm, bei sehr, sehr hohen Erträgen. Aber die Enzyme belaufen sich, sagen wir mal, zwischen 50 und 70 Kilogramm, also wesentlich mehr. So, wie sieht das nun bei den einzelnen Fruchtarten aus? Hier ist mal aufgetragen, welche Fruchtarten eben einen sehr, sehr hohen Bedarf haben. Und da wäre zu nennen natürlich in erster Linie der Raps, der Senf, Ölrettich, Öllein, Kranke und Kohlarten, aber auch Zwiebelgewächse. In den mittleren Bedarf haben die Getreidearten, das Grünlein, Luzerne und Rotklee. Einen eher geringen Düngebedarf haben Mais, Kartoffeln, Futter und Zuckerrüben. Also die Fruchtarten, die zu wachsen beginnen. Und wie viel sollten Sie düngen? Also die Empfehlung des VDUV und der DLG sagt, Getreide 10 bis 25 Kilogramm sind ausreichend, beim Raps 30 bis 50 Kilogramm, Zuckerrüben also bis 25 Kilogramm, die anderen Fruchtarten auch bis 25 Kilogramm, Grünland bis 40 Kilogramm, Kohl und Gemüse auch bis 40 Kilogramm. Das sind also völlig ausreichende Mengen. Höhere Mengen führen dazu, dass wir sozusagen ein Luxusangebot sicherstellen
und Schwefel kann ausgewaschen werden. Schwefel macht uns dann Probleme, was das Grundwasser anbetrifft. Wir müssen die Wasserrahmenrichtlinie einhalten und da kann es zu Problemen kommen, wenn wir sozusagen im Übermaß Schwefel düngen. Außerdem führt es zu einer Versauerung. Hier sind mal die Empfehlungen der Thüringer Landesanstalt beispielsweise aufgetragen. Sie empfehlen das Sollwertprinzip. Das bedeutet, wenn im Boden in 0 bis 90 bzw. 0 bis 60 cm ein Sollwert, ein Schwefelvorrat von 60 kg erreicht wird oder übertroffen wird, dann ist keine Düngung erforderlich. Wird dieser Wert aber nicht erreicht, dann sollte man 30 bis 40 kg düngen. Also diese 60 kg sind sozusagen diese magische Zahl in vielen Versuchen mehr oder weniger bestätigt. Wann Schwefel und Stickstoff zeigen eine ausgeprägte Parallelität in der Aufnahme, im Aufnahmeverhalten. Das heißt also, Schwefel sollte möglichst zu Vegetationsbeginn verabreicht werden. Dort haben wir die beste und die sicherste Wirkung. Also zu Vegetationsbeginn in optimaler Höhe kann man gemeinsam mit Stickstoff machen. Wir haben in Sachsen entsprechende Gefäßversuche zum Düngungstermin, beispielsweise bei Weizen, durchgeführt. Will ich Ihnen mal zeigen. Also einmal ohne Schwefel 32, das sind dann Gramm pro Gefäß. Dann eine kleine Schwefelmenge verabreicht. Und zwar diese blaue Säule zeigt zu Vegetationsbeginn. Und die rote Säule ist zu EC32, also im 2-Knoten-Stadium des Weizens. Und Sie sehen, hier gibt es schon einen deutlichen Ertragsunterschied. Wir haben dann die Schwefelversorgung gesteigert. Es gab dann nur noch einen leichten Ertragszuwachs, aber die spätere Applikation war immer schlechter. Der spätere Applikationstermin war immer schlechter. Wir erreichten selbst mit der deutlich höheren Menge zu EC32, also mit 47,1 Gramm pro Gefäß, nicht den Wert der frühen Applikation. Also, frühe Applikation zu Vegetationsbeginn ist für die meisten Kulturarten der beste Termin. Aber nicht nur Gefäßversuche zeigen das, sondern auch andere Versuche, zum Beispiel aus Südniedersachsen, zeigen das sehr, sehr schön. Hier ist mal dargestellt die Schwefeldosierung bei unterschiedlichen Applikationsterminen. Einmal ohne Schwefel 100% gesetzt, dann schwefelsaures Ammoniak zu Vegetationsbeginn 126, dann etwas später mit SSA, aber noch vor Beginn des Schossens ähnlich hoch, dann zu einem späteren Zeitpunkt EC32, bestätigt also die Ergebnisse aus dem Gefäß sehr, sehr schön, schon im Ertragsabfall und dann im wesentlich späteren Termin noch einen deutlicheren Abfall. Interessant ist, dass die Blattdüngung mit Bittersalz, obwohl die Menge vergleichsweise gering ist, erstaunlich hohe Erträge bringt. Also, wenn Sie nicht dazugekommen sind, mit einem festen Dünger die Versorgung sicherzustellen, dann haben Sie immer noch die Möglichkeit, mit Bittersalz einiges zu machen, wohl wissend, dass Sie die volle Ertragsfähigkeit nicht erreichen werden. Also die Bodendüngung können Sie durch eine Blattspritzung in den meisten Fällen nicht ersetzen. Welche Dünger haben wir nun? Also ich habe das mal sortiert nach Engdüngern, nach Grunddüngern und nach Blattdüngern und schließlich noch zu elementarem Schwefel. Also, schwefelsaures Ammoniak, kennen Sie alle. ASS, Piamol, Entec, ja, Sulfan, dann Lösung. Ja. Also es gibt eine ganze Reihe von Düngern, die geeignet sind, den Schwefelbedarf abzudecken. Sie haben unterschiedliche Zusammensetzungen, sie haben unterschiedliche Stickstoffgehalte. Also das Angebot ist groß genug, um die Schwefelversorgung sicherzustellen. Bei den Grunddüngern wäre Superphosphat natürlich zu nennen, mit 12% Schwefel und 8% P, IP25P. Dann Kaliumsulfat, eine sehr günstige Form, Magnesium, Kalimagnese, also Patentkali oder aber Kieserit, diese magnesiumhaltige Form. Wir hatten ja gerade festgestellt bei Ihnen in Brandenburg, dass die Magnesiumversorgung zunehmend schlechter wird. Denken Sie also zunehmend an die Magnesiumdünger.
über Kalk oder über Kieselreste. Dann bei den Blattlingern wäre Bittersalz zu nennen und natürlich auch als elementarer Schwefel, man kann auch elementaren Schwefel einsetzen. Der hat einen sehr, sehr hohen Schwefelgehalt. Ich komme dann noch dazu. Neben diesen mineralischen Düngern stehen uns natürlich auch diese organischen Dünger zur Verfügung. Sie haben einen vergleichsweise geringen Schwefelgehalt mit 100 Dezigramm. Mit 100 Dezigramm Steinmist bringen Sie 5 bis 8 Kilogramm aus. Mit Schweinemist etwas mehr. Das bedeutet, wenn Sie 300 Dezigramm Schweinemist ausbringen, werden Sie um die 30 Kilogramm Schwefel. Das ist natürlich schon eine vergleichsweise große Menge. Allerdings entscheidend ist der Sulfatanteil und damit die relativ schnelle Verfügbarkeit. Der andere Teil, der größere Teil des Schwefels, ist organisch gebunden und der muss während der Vegetation erst mineralisiert werden. Er steht also nicht sofort zur Verfügung, sondern er muss den Pflanzen zur Verfügung gestellt werden. Einen vergleichsweise hohen verfügbaren Anteil hat die Jauche, die wirkt also vergleichsweise schnell. Allerdings die Mengen, die sie mit der Jauche ausbringt, die Schwefelmengen, die sind natürlich wieder vergleichsweise hoch. Ja, Gülle. Bei Güllen ist die Verfügbarkeit etwas besser als bei Mist. Beim Klärschlamm ist sie relativ gut und bei Komposten eher schlecht. Da sind die Gehalte auch niedrig und die Sulfatanteile, also der schnell verfügbare Anteil, ist relativ gering. Darüber hinaus möchte ich Ihnen mal Versuchsergebnisse zeigen, wo man auch unterschiedliche Dünger mal getestet hat. Das sind Ergebnisse aus Nordrhein-Westfalen. Und wir hatten Folgendes gemacht. Wir hatten zu Raps in dreijährigen Versuchen ohne Schwefel den Ertrag festgestellt, also 27 Dezigramm und dann unterschiedliche Kombinationen, aber sie waren alle schwefelhaltig, geprüft und Sie sehen, die Unterschiede sind dann sehr, sehr klein. Also die Unterschiede zwischen den einzelnen Stickstoffformen sind, wenn die Schwefelversorgung gesichert wird, vergleichsweise gering. Da gibt es also keine gigantischen Unterschiede. Ob das nun Endeck ist oder Piamon mit Harmstoff, also das ist fast alles das Gleiche. Das sind nun Ergebnisse aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir hatten also auch unterschiedliche Düngerformen auf Ertrag und auf die Kosten, auf den endkostenfreien Erlös mal untersucht. Und Sie sehen also, die Ertragsunterschiede waren minimal, in der Regel nicht gesichert oder nur gesichert und hier ergab sich als günstigste Kombination ASS zu Vegetationsbeginn und die zweite Gabe dann mit Kasper-Abreich hat von den Erlösen den besten Effekt, aber es ist alles sehr, sehr gering im Hinblick auf diese Unterschiede. Also zwischen den Düngerformen, das kann man festhalten, sind die Unterschiede vergleichsweise gering. Hier ist nochmal ein Ergebnis dargestellt, wo die Unterschiedlichkeit geprüft worden ist zwischen einer Blattdüngung und zwischen einer Bodendüngung. Das sind nun Ergebnisse aus Schleswig-Holstein. Und die hatten Folgendes gemacht, einmal ohne, der Raps ohne Schwefel den Ertrag festgestellt, also 29 Dezigramm, dann eine Blattdüngung einmal, eine einmalige Blattdüngung 35 Dezigramm, also schon ein deutlicher Mehrertrag. Dann eine zweimalige Blattdüngung, 6,5 Kilogramm Schwefel verabreicht. Und Sie sehen also schon ein deutlicher Ertragsanstieg, aber wir erreichen die Wirkung der Bodendüngung nicht. Blattdüngung ist auf jeden Fall eine wichtige und vernünftige Maßnahme, um den akuten Mangel zu beheben, aber Bodendüngung ist schon sozusagen ziemlich sicher. So, in diesem Bild will ich Ihnen mal zeigen, was Sie unbedingt beachten müssen, die Verfügbarkeit der unterschiedlichen Dünger ist eben sehr verschieden. Eine sehr, sehr gute Verfügbarkeit haben wir bei Ammoniumsulfat, also bei allen Sulfatdüngern. Ammoniumsulfat, Magnesiumsulfat, Kaliumsulfat. Calciumsulfat, das ist Gips. Dann wird das schon ein bisschen ungünstiger. Also da ist die Verfügbarkeit zwar noch gegeben, aber sie ist natürlich schon etwas falsch. Oder ATS, oder Jauche ist besser als Gülle. Steinmist wird schlechter. Kompost wird noch schlechter. Und elementarer Schwefel ist grottenschlecht.
Also die Verfügbarkeit ist wirklich schlecht. Die Nachlieferung, die Umsetzung dauert sehr, sehr viel Zeit. Und wenn Sie also ein akutes Problem haben, würde ich Ihnen nie raten, elementaren Schwefel zu verabreichen. Machen Sie das nicht zu falsch. Ja, hier ist jetzt mal dargestellt die Vor- und die Nachteile der einzelnen Düngerformen, also Sulfatschwefel. Der Vorteil ist Wassermittel. Sofort verfügbar. Sofort verfügbar. Eine bedarfsgerechte Düngung ist möglich. Die Nachteile sind, Sie sollten nur so viel Schwefel düngen, wie die Pflanzen möglichst verwerten können. Jedes Kilogramm, was Sie zu viel düngen, kann verloren gehen, kann ausgewaschen werden. Denken Sie an die Wasserrahmenrichtlinie. Also, es ist keine Vorratsdüngung möglich. Und ammoniumhaltige Essdünger würden Boden versauern. Beim elementaren Schwefel gibt es den Vorteil, sehr langsam wirken. Also sozusagen den Grundversorger. Eine Vorratsdüngung wäre möglich. Wir bekommen vergleichsweise wenig Auslöschung und dieses Produkt ist auch relativ preisgünstig. Aber es gibt eben große Nachteile. Und die Nachteile sind geringe Pflanzenverfügbarkeit. Insbesondere bei grobkörnigen Vermahlung. Die Vermahlung spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Je feiner, desto besser die Wirkung. Je gröber, desto schlechter die Wirkung. Solltet ihr auf jeden Fall darauf achten. Es ist also eine Oxidation der Verbindung. Oxidation setzt aber auch Sauerstoff voraus. Also es müssen intakte Böden sein. Wir brauchen also Thiobakterien. Und diese Produkte wirken schon ganz schön bodenversauernd. Das sollten Sie bedenken. Was ist noch wichtig? Ich sagte, Schwefel bedarfsorientiert düngen. Wir verfügen in Leipzig über eine Resilieranlage, wo wir über viele Jahre auch die Schwefelausträge in das Grundwasser bzw. in das Resilieterboden untersuchen. Und ich habe Ihnen hier mal mitgebracht, Untersuchungen von 1998 bis 2010. In einer Zeit, wo die Schwefeleinträge unter unseren Leipziger Bedingungen schon vergleichsweise niedrig waren. Wir haben diese Versuchsuntersuchung auch von 1980 bis 1998. Da waren die Werte auf ganz anderem Niveau. Das will ich gar nicht zeigen. Aber Sie sehen, dass auf dem guten Löschstandort immerhin in der Zeit November bis März noch um die 70 Kilogramm Schwefel verloren gehen. Im Sommer wenig. Aber auch auf den leichten Böden, das ist also ein angenehmer Sand, durchaus mit Ihren Standorten vergleichbar, waren es auch noch knapp 70 Kilogramm und sogar im Sommerhalbjahr, wenn es zu einer Verlagerung gekommen ist, auch nochmal 30 Kilogramm. Das heißt also, wir können Sulfatschwefel im Boden nicht konservieren. Deswegen also meine Botschaft, nur so viel düngen, wie irgendwie erforderlich ist. Ja, was ist noch zu beachten? Wenn Sie sich also nun für eine bestimmte Düngerform entscheiden, ist natürlich dieses Stickstoff-Schwefel-Verhältnis in dieser Düngerform festgelegt. Und wenn Sie sich beispielsweise entscheiden, Sie wollen, sagen wir mal, 200 Kilogramm Stickstoff auskriegen mit schwefelsauren Ammoniak, was ja 24% Schwefel hat, dann würden Sie ausbringen so um die 230 Kilogramm Schwefel. Also viel zu viel. Viel zu viel Schwefel. Mit ASS oder NTEC, da ist der Schwefelgehalt schon geringer, würden Sie mit 200 Kilogramm, rund 100 Kilogramm ausbringen. Entscheiden Sie sich aber nur für die erste Gabe, dann würden Sie damit gerade mal so 50 Kilogramm ausbringen und das wäre für Raps die optimale Menge. Also und das geht so weiter, wir können das alles hier durchdeklinieren und sehen, mit einigen Produkten gelingt es eben, bei einer bestimmten Stickstoffmenge genau die Schwefelmenge zu verabreichen, die Ihr Bestand benötigt. Und mit ASL, das ist also so eine Lösung, wird zunehmend eingesetzt bei der Injektionsdüngung. Wenn Sie sich dafür 200 Kilogramm entscheiden, und meistens wird ja alles in einer Gabe verabreicht, dann bringen Sie eben damit um die 230 Kilogramm Schwefel aus. Das sollten Sie wissen. Also mit der Düngerform können Sie entscheiden, wie viel Schwefel Sie ausbringen. Möglichst nicht wesentlich mehr, als die Pflanzen benötigen. So, ich hatte viel geredet über Wechselwirkung zwischen Stickstoff und Schwefel.
Das sind nun zum Abschluss mal Ergebnisse aus Sachsen. Wir haben hier Folgendes gemacht. Wir haben auf dem Boden mit einer vergleichsweise geringen Schwefelversorgung die Stickstoffsteigerung durchgeführt bis 250 Kilogramm unter Anrechnung des Endingehaltes. Und einmal haben wir diesen Versuch sozusagen gedoppelt, einmal mit Schwefel und einmal ohne Schwefelklärung. Und da zeigt sich sehr schön, in der Nullparzelle gab es durch Schwefel, durch die zusätzlichen Schwefeldüngung überhaupt keinen Vorteil. Wenig Stickstoff zur Verfügung, kein Vorteil. Aber mit zunehmendem Stickstoffeinsatz wurde die Schwefeldüngung immer wichtiger. Also die Wechselwirkung ist ganz, ganz entscheidend. Wenn Sie optimal Stickstoff düngen, müssen Sie auch dafür sorgen, dass Schwefel in ausreichendem Maße zur Verfügung steht. Meine Damen und Herren, ich fasse das, was ich gesagt habe, zusammen. Die Schwefeleinträge über den Luftpfad haben eine sehr stark rückläufige Tendenz und der Pflanzenbedarf wird aus dieser Quelle nicht mehr abgedeckt in Gesamtdeutschland. Wir müssen also zunehmend Schwefel düngen. Die Schwefelzufuhr über Düngung wird zur Sicherung der Erträge und der Qualitätsbildung immer wichtiger und das trifft vor allem für Ihre Standorte zu, für die leichten, flachgründigen Böden. Sie sollten den Schwefelbedarf nicht pauschal festlegen, sondern Sie sollten möglichst die Chancen einer bedarfsgerechten Düngung nutzen, wie die visuelle Einschätzung, die Esmin-Methode, wie den Schätzraum oder die Pflanzenanalyse. Günstiger Düngungstermin ist auf jeden Fall der Vegetationsbeginn. Dünger auf Sulfatbasis, habe ich gezeigt, wirkt schnell und auch sicher. Eine Blattdüngung ist zum schnellen Beheben einer Mangelsituation angezeigt und auch wichtig. Organische Dünger, insbesondere Kompost und elementarer Schwefel wirken sehr langsam und der Einsatz dieser Produkte ist bei einem akuten Mangel auf keinen Fall zu empfehlen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute, gute Erträge, geringe Düngerkosten für das Jahr und hohe Preise natürlich für die Ertragsprodukte für das Jahr 2022. Vielen Dank.